Antonín Panenka, hier das letzte Spiel für Rapid, eine Ehrung vorher. Was ist das jetzt für ein Gefühl? Naja, ich meine, das ist eine schwere Situation für mich jetzt. Das ist mein letztes Spiel. Ich meine, das ist nicht gut, dass für eine gute Stimmung für das Spiel, aber ich möchte das sagen, dass das war für mich diese Jahre bei Rapid sehr schöne Jahre und ich meine, dass auch Zuschauer waren mit mir zufrieden. Und der schönste Abschied wäre jetzt wahrscheinlich ein Sieg in diesem Cup-Finale. Ja, sicher, das ist das Beste und ich habe noch keine Wünsche, vielleicht kein Tor schießen. Abschied nimmt hier im Hanapi-Stadion auch ein Austrianer, nämlich Karl Daxbacher. Was ist das für Sie jetzt für ein Gefühl hier? Naja, wenn ich nicht etwas traurig wäre, das wäre gelogen. Ich meine, es ist immer hart für einen Spieler, der am Ende seiner Karriere steht. Ich hoffe, es geht bei mir noch bei einem anderen Club weiter und auch so erfolgreich wie bei der Austria, denn das waren wirklich sehr erfolgreiche 14 Jahre, die ich hier bei der Austria verbracht habe. Und jetzt möchten Sie natürlich in diesem Cup-Finale irgendwann einmal zum Einsatz kommen. Sicher wäre es schön, vor allem wenn wir den Sieg erringen können und dabei noch zu sein beim letzten Spiel wäre sicher schön. Danke vielmals, Karl Daxbacher. Und jetzt auch bei uns noch Otto Baric, auch für Sie das letzte Spiel hier mit Rapid. Was sind das für Eindrücke, die Sie im Moment haben? Kann ich fast sagen, schade, weil das war so schön hier 3 Jahre, das glaube ich, kann man nicht schöner sein. So lange und dass alle Leute sind irgendwie gegen mich. Das ist ein super Gefühl für den Trainer. Und für Sie wäre es jetzt wahrscheinlich der größte Triumph in diesem letzten Spiel mit Rapid noch den Pokal zu gewinnen. Ja, ich hätte sehr gerne gewonnen. Wir wissen, das ist ein sehr guter Gegner da, aber wir sind Optimisten. Wir wollen dieses Spiel gewinnen. Wir haben 2-mal das gemacht und hoffen, das werden wir auch heute. Sie glauben ja auch, dass Rapid im Grunde die bessere Mannschaft ist. Nein, ich bin überzeugt, dass wir können in wichtigsten Momenten mehr als Austria. Danke. Danke. Das ist der Moment des Triumphs. Rapid hat zum 3. Mal in Folge den österreichischen Pokal gewonnen. Eine besondere Genugtuung für den scheidenden Trainer Otto Baric nach einem Spiel zwischen Hoffen und Bangen. Denn in diesem dramatischen, packenden und hochklassigen Finale lagen Triumph und Niederlage ganz knapp beieinander. Wir waren Köpsiger, sind durch ein Tor in der letzten Minute, mussten in die Verlängerung gehen, sind sofort wieder in Führung gegangen, haben postwendig den Ausgleich bekommen, waren, glaube ich, physisch immer stärker und haben dann ganz plötzlich, waren wir ein Tor im Rückstand. Also das war ein Match, in dem alles drin war. Dann haben wir wieder den Ausgleich geschafft und das Elfmeterschießen, es war für beide Mannschaften sicher, auch für Austria, sehr bitter zu verlieren, aber ehrlich gesagt, glaube ich, wir haben uns den Sieg doch verdient. Der Jubel in der Rapid-Kabine bleibt trotz Sekt schaum gebremst. Wie auch auf der Gegenseite die Niedergeschlagenheit. Wenn man so ein Spiel durch Elfmeterentscheidung verliert, ist man natürlich traurig. Aber ich muss ein Kompliment an meine Spieler aussprechen, denn sie haben super gekämpft. Wenn man bedenkt, dass das Spiel am Ende der Saison war, muss man allen Spielern, die teilgenommen haben, gratulieren für die super Leistung, die sie gebracht haben. Denn auch schon ehe die Torlawine ins Rollen kommt, gibt es viele packende Szenen auf beiden Seiten, wie diesen Kopfball von Hans Krankl. Oder diesen Sturmlauf von Alfred Drabitz. Das ergibt einen Eckball und Nilashi verköpft. Die größte Möglichkeit vor der Pause hat aber Rapid durch Krantscher. Wohlfahrt, ein glänzender Konziliaersatz, pariert. Pausenstand 0:0. Nach dem Seitenwechsel wirkt Rapid vorerst dynamischer und zielstrebiger. Krankl, wieder Wohlfahrt.
Aber aus einem Konter dann die ganz große Möglichkeit für die Austria. Die habe ich. Konzel an die Latte, dann Drabitz. Und wieder lenkt Konzel den Ball noch ab. Dann verlässt Austrias angeschlagener Kapitän Herbert Prohaska den Platz. Und Rapid stürmt vehement. Rustic, Kranča. Das ist das 1:0 für Rapid in der 79. Minute. Die Entscheidung, so scheint es vor 15.000 Zuschauern im Hanapi-Stadion. Aber noch einmal schlägt die Austria zurück. Obermeier, Nilashi und ganz kurz vor dem Schlusspfiff der Ausgleich zum 1:1. Damit ist ein Nachspiel notwendig geworden. Die Begeisterung und Spannung ist bei allen zu spüren. Egal wie es ausgeht, ich glaube, der gewinnt, muss man jetzt schon sagen, ist ein verdienter Sieger, denn ich glaube, beide Mannschaften würden es sich verdienen, nur einer kann gewinnen. Und ich hoffe aber eigentlich, dass er nicht im Elfmeterschießen entschieden wird, denn ich glaube, es ist gerechter, wenn in der Verlängerung ein Tor fällt. Und das erste Tor fällt schnell. Leiner, Fehler von Tihanić, Kranča, und das ist das 2:1 für Rapid. Ein Tor, das Otto Baric völlig gelassen hinnimmt. Und fast postwendend der Ausgleich durch die Austria. Nilashi. 2:2. Und entsprechender Jubel jetzt auf der Bank der Austria. Und die Austrianer dürfen sich gleich weiter freuen. Drazan. Nilashi. Noch einmal Drazan. Und Drabitz. 3:2 für die Austria. Jetzt greift wieder Rapid an. Kranča. Und hier ein Foul von Obermeier. Proteste der Austrianer, aber Schiedsrichter Böhrer entscheidet auf Elfmeter. Und er bleibt bei seiner Entscheidung. Krankl. 3:3. Ja, und haben die Austrianer zu Recht protestiert? Schauen wir uns diese Entstehungsgeschichte zum Elfmeter noch einmal in der Wiederholung an. Kranča. Obermeier im Moment weit weg von der Strafraumlinie und jetzt das Foul. Scheint deutlich außerhalb zu sein. Noch einmal diese Szene. Kranča. Und jetzt im Standbild die Attacke von Erich Obermeier. Alle Diskussionen helfen nichts. 3:3 der Endstand nach Verlängerung. Ein Elferschießen ist notwendig geworden. Letzte Instruktionen für Torhüter Konzel durch Hans Krankl. Austria schießt den ersten Elfmeter durch Nilashi. 1:0. Entsprechende Begeisterung bei den anderen Austria-Spielern. Mit Spannung erwarten die Rapid-Spieler jetzt den ersten Elfmeter für ihre Mannschaft durch Hans Krankl. 1:1. Immer wieder Diskussionen,
bei jenen, die nicht unmittelbar beteiligt sind. Herbert Prohaska. Drazan, 2:1 für die Austria. Aber auch Antonin Panenka verwandelt sicher. 2:2. Einsamer Wanderer an der Outlinie, Otto Baric, der Rapid-Trainer. Obermeier, 3:2 für die Austria. Die Spannung drückt sich auch im Gesicht von Hans Krankl aus. Kancha, 3:3, wieder der Ausgleich. Dihanich, 4:3 für die Austria. Peter Ristic, 4:4. Noch immer keine Entscheidung in diesem Elfmeterschießen. Jetzt Drabitz für die Austria. Die Austria hat alle 5 Elfer verwandelt. Packhult für Rapid. 5:5. Die erste Serie haben beide Mannschaften mit 5 Volltreffern abgeschlossen. Jetzt verlässt auch Otto Baric seinen Platz. Er geht zur Mitte, um seinen nächsten Elfmeterschützen zu nominieren. Für die Austria ist es Ewald Thürmer. Und während sich Thürmer den Ball zurechtlegt, zeigt sein früherer Vereinskollege bei Austria Klagenfurt, Ristic, Torhüter Konsel, die richtige Ecke an. Thürmer und Konsel hält. Begeisterung bei Rapid. Ja, durch mehr Klagen von der Zeit habe ich gewusst, dass der Ewald vom Tormann aus links schießt. Und ich habe den Michel gerade angezeigt und der Michel hat Gott sei Dank super reagiert und das war für uns die Entscheidung. Naja, wie immer bei jedem Elf eigentlich fest vorgenommen, sehr lang zu warten, um auf den Schützen zu schauen. Dann ist das Titel vom Ristic dazu gekommen. Da hat eigentlich nichts mehr schiefgehen können bei denen. Jetzt liegt die Entscheidung bei Karl Brauneder. Ich habe jetzt gewusst, jetzt hat ihn einer und der war wirklich drin. Und ist dann natürlich ein Stab am Herzen gefallen und bin natürlich überglücklich. Das ist die Entscheidung. Nach einem Superspiel besiegt Rapid die Austria im Finale um den österreichischen Fußballpokal nach Elfmeterschießen mit 6:5. Ein super Spiel, zwei ausgezeichnete Mannschaften und eine Propaganda für Fußball. Und ich bin sehr glücklich, das hat auch meine Mannschaft gewonnen. Sind Sie jetzt der Ansicht, dass das die Bestätigung ist, dass Rapid doch die etwas bessere Mannschaft ist als die Austria? Ja, ich glaube, das sind wir. Wenn es geht um etwas Großes, ich glaube, dass wenn geht man in Europa oder wenn geht um ein großes Spiel, das ist einfach Rapid stärker. Ich sage, das sind wir eine bessere Mannschaft, weil vielleicht in verschiedenen Komponenten im Spiel wie Technik und so wahrscheinlich Austria besser. Aber das können nicht ausspielen gegen uns. Sie waren heute gut, aber wir waren für eine Nuance besser und die Gerechtigkeit auf Ende hat gewonnen. Haben Sie bei dem Elferschießen sehr gezittert? Ja, das ist natürlich Glück, aber irgendwie Glück gehört und oft ist auf Seite von Tichtigen. Die Entscheidungen dieser Saison sind gefallen. Austria ist Meister, Rapid zum dritten Mal in Folge Pokalsieger. Wollte mit mehr Vorchecking spielen, hat damit in Salzburg Erfolg gehabt. Dieser Taktik, die ja auf den Europacup ausgerichtet ist, vor allem einmal auf das Spiel gegen Besiktas Istanbul, hat man den Spieler Panenka geopfert und auch ohne Panenka begann das Spiel in Eisenstadt. Etwa 7500 Besucher im Lindenstadion in Eisenstadt, die Burgenländer, also Eduscho Eisenstadt in den roten Dressen, Rapid in den gestreiften Leibchen. Rapid hat ohne Antonin Panenka zu Beginn einige Mühe, System in das Spiel zu bekommen. Die Burgenländer überaus aggressiv und aktiv im Spiel. Lefort, Schneider. Und eine Möglichkeit für Bichowski, den Scharfschützen bei den Burgenländern, aber er vergibt diese Möglichkeit. Erste Chance also für Eisenstadt,
hier im Bild, das ist Bruckhoff, die Neuerwerbung der Burgenien. Wieder Pichowski, Bruckhoff. Kranke. Rapid kommt jetzt etwas besser ins Spiel. Packhult. Gregesbauer. Und noch einmal Packhult. Jetzt löst sich das starre Spiel der ersten Minuten doch einigermaßen auf. Peter Packhult. Rucic. Rapid versucht jetzt auch Tempo zu machen. Kinast. Und einige Mühe für Torhüter Martin Schitz bei den Eisenstädten. Brauneder, Kinas. Aber Rapid findet in der sehr gut gestaffelten und immer wieder sehr dicht formierten Abwehr der Eisenstädter keine Lücke und das war stark. Bei den Kontern sind die Burgenländer überaus gefährlich. Sehr viel Laufarbeit von Eisenstadt. Bruckhoff. Pichowski. Und Torhüter feiert. Gar nicht zufrieden Trainer Otto Baric. Zumindest bisher. Schöll, wieder Schöll, die Aktionen der Eisenstädter geraten fast flüssiger als jene der Hütteldörfer, Freistoß für Eisenstadt, Pichowski und Feierabend. Pichowski hat ja in der Vorwoche gegen Friedel Consilia ein herrliches Tor aus einem Freistoß geschossen. Hier ist der Przemysl Pichowski, der frühere tschechoslowakische Internationale. Foul von Peischl. Die Partie wird sehr hart mit sehr großem Einsatz geführt. Peischl erhält für dieses Foul die erste gelbe Karte in diesem Spiel durch Schiedsrichter Kastler. Leiner ist im Mittelfeld aufgestellt, im Gegensatz zur Nationalmannschaft. Garger. Rapid kann den Platz an den Flanken nicht richtig nutzen. Jetzt Leiner. Kranke und Martin Schütz. Eine gute Gelegenheit für Hans Kranke, der hier wieder mal seine Gefährlichkeit gezeigt hat. Pausenstand 0:0. Nach der Pause kommt bei Rapid Antonin Panenka. Er soll für Ideen im Spiel sorgen. Pregesbauer, Brauneder. Rucic. Panenka. Ja, aber auch auf seine Ideen gehen die Mitspieler nicht ein. Und die beiden Sturmspitzen Krankl und Packhult sind doch sehr gut gedeckt. Foul von Bruckhoff an Garger. Auch dafür gibt es die gelbe Karte. Es sind schon einige sehr giftige Attacken auf beiden Seiten dabei. Füzi, auch eher neu ins Spiel gekommen. Möglichkeit zum Konter für die Eisenstädter. Auch hier ein Foul beendet diese Aktion. Ein Foul von Reinhard Kinast und wieder eine gelbe Karte. Die Stimmung in Eisenstadt spitzt sich zu. Wieder Pichowski. Einige Probleme für Torhüter Feurer und Krankl hat geklärt. Die Eisenstädter sehr beweglich, mit sehr viel Einsatz. Pichowski. Noch eine Möglichkeit. Pichowski und dann klärt Weg. Die Hütteldorfer einige Male in Bedrängnis.
Schneider, Feurer weit aus dem Tor. Dann doch noch geklärt von Gach. Jetzt ein Foul von Schneider an Kinas. Jetzt auch die gelbe Karte für Schneider. Die Stimmung wird immer hektischer. Fleischhacker. Er legt eine Talentprobe ab. Technisch sehr guter Spieler. Im Zweikampf mit Panenka. Holt sich noch einmal den Ball und dann ein Foul von Panenka. Die gelbe Karte für Antonin Panenka. Viele Fouls jetzt in der zweiten Spielhälfte. Nervosität auf beiden Seiten, Nervosität auch auf den Rängen mit den schon berüchtigten Rapidern. Fehler von Gröber, Möglichkeit für Packhult. Noch immer Packhult. Da fällt er über Martin Schitz und Schiedsrichter Kastler entscheidet auf Elfmeter. Die Burgenländer protestieren gegen diese Entscheidung. Schauen wir uns die Szene gleich noch einmal an. Sicherlich eine sehr umstrittene Entscheidung. Packhult wird hier vom Ball getrennt, kommt dann noch einmal an den Ball und dann wirft sich Martin Schitz ihm entgegen. Eine sehr schwierige Entscheidung. Aber Elfmeter und Panenka 1:0 für Rapid in der 72. Minute. Es war eine sehr schwierige Entscheidung, aber Schiedsrichter Kastler hat auf Elfmeter entschieden und Panenka hat verwandt. Strobel und wieder ein Foul von Antonin Panenka. Er hat ja schon die gelbe Karte gesehen. Was gibt es jetzt? Ja, die rote Karte für Antonin Panenka. Ausschluss für Panenka in der 76. Minute. Und jetzt beginnen die Eisenstädter eine Schlussoffensive. Möglichkeit zum Konter, aber aufgrund dieser Offensive der Eisenstädter Packhult ganz alleine und Martin Schitz hält. Das war die ganz große Chance zum zweiten Tor, zur endgültigen Entscheidung. Noch einmal ein Sturmlauf der Burgenland. Bischofsky, Lefort. Rapid jetzt ersatzgeschwächt, geschwächt um einen Mann weniger. Und Bischofsky, das ist der Ausgleich. 2 Minuten vor dem Schlusspfiff. 1:1. Gegen nur noch 10 Rapid-Spieler der Ausgleich. Auch hier die Wiederholung. Ein Frachttor von Bischofsky zum 1:1. Das Spiel endet 1:1. Gegen im Hanapi-Stadion beim Spiel zwischen Rapid und Eisenstadt. Und die Frage war, ob Rapid die Burgenländer ähnlich niederwalzen könnte wie am Mittwoch Dynamo Dresden. Eisenstadts Trainer Felix Latzke allerdings machte mit flotten Sprüchen in den letzten Tagen Reklame für seine Mannschaft. Worauf stützte sich eigentlich dieser Optimismus, Felix Latzke? Ja, ich glaube, wenn ein Trainer hier mit einer negativen Einstellung in das Hanapi-Stadion kommt, dann braucht er überhaupt gar nicht hierher kommen. Ich weiß, dass Rapid eine ausgezeichnete Leistung geboten hat, aber ich bin der Meinung, sie muss uns erst besiegen. Sollte es ihr gelingen, dann werde ich Ihnen sicher gratulieren, aber ich gebe im Vorhinein kein Spiel auf. Glauben Sie nicht, dass der eine oder andere Anhänger das als Überheblichkeit auslegen könnte? Das ist durchaus möglich, aber ich möchte also sagen, dass wir in Österreich sowieso zu viel in die negative Phase uns orientieren. Warum auch nicht das Positive und der Mannschaft das Vertrauen aussprechen, dass sie weiß, dass auch der Trainer voll hinter ihr steht. Trotzdem ist Felix Latzkes Optimismus eigentlich erstaunlich, denn er muss auf 4 Stammspieler verzichten. Beistel und Strobel sind gesperrt, Dilber und Fützi verletzt. Rapid in den weißen Dressen in der ersten Hälfte von rechts nach links, aber sehr aggressiv gleich die Burgenländer, die schon am letzten Samstag der Austria ein tolles Gefecht geliefert haben. Das ist Schneider. Und ganz knapp geht der Ball am rechten Pfosten vorbei vom Tor von Herbert Förder. Eckball für Eisenstadt. Alles in der ersten Minute. Bischofsky. Ja, das war sicherlich gleich zu Beginn ein Warnschuss für Rapid und Latzke begründet ja seinen Optimismus unter anderem auch darauf,
dass Rapid müde sein müsste eigentlich vom Europacup, vielleicht auch ein bisschen vom Feiern. Aber Rapid versucht trotzdem Tempo zu machen. Der Eisenstädter Tormann Leo Martinitz, Leiner. Rapid in der stärksten Aufstellung, das ist nicht so selbstverständlich, denn Trainer Baric, das war Weber, denn Trainer Baric will ja demnächst schon die Spieler einsetzen, die im Europacup spielberechtigt sind. Weber gehört nicht dazu, möglicherweise also bald einmal eine Umstellung bei Rapid im Hinblick auf den Europacup. Schöll, ohne Respekt, die Eisenstädter, wieder der trippelstarke Schneider. Garga, Pichowski. Und Tor, sechste Minute, überraschende 1:0 Führung der Burgenländer. Und wieder war es Pichowski, der Prager, ebenso wie seinerzeit beim 1:1 im Herbst in Eisenstadt. Sie sehen, Garga bringt den Ball nicht weit weg. Pichowski, der große Balltechniker, schießt sofort mit dem linken Fuß und überfeuert geht der Ball ins Kreuzeck. Überraschende 1:0 Führung der Burgenländer also. Bis jetzt hat Latzkes Prophezeiung sich als richtig herausgestellt, aber Rapid versucht jetzt unbedingt auszugleichen, macht Tempo. Das war Wilfurt. Brucic, wo dieser kleine Jugoslawe die Kraft hernimmt, ist kaum zu glauben. Er läuft viel, lässt sich immer wieder anspielen. Brucic. Kranke, nicht gedeckt und Martin Schitz. Immer wieder versucht Kranke, sich links von seinem Bewacher zu lösen, um in gute Schussposition zu kommen. Nach wie vor aber 1:0 für die Burgenländer. Weber. Brucic. Kranke, Volley-Schuss und was für ein Tor! Elfte Minute der Ausgleich, ein Tor, das ein bisschen an Krankes legendären Treffer beim Länderspiel gegen Deutschland in Córdoba erinnert, wenn auch aus anderer Position geschossen. Volley-Schuss und der Ball geht über Tormann Martin Schitz zum 1:1 ins Netz. So, und jetzt könnte oder müsste Rapid dieses Spiel entscheiden. Nach einer Viertelstunde fallen die Burgenländer zurück, aber kommen wieder in schnellen Gegenangriffen vor. Foul von Garga an Ruprecht. Ruprecht ist einer der vier Ersatzspieler, die heute eingesetzt werden. Pichowski. Langsam, aber sicher bekommt Rapid das Spiel jetzt in die Hand. Panenka. Weber. Wenn Sie einen Blick auf die Zuschauerkulissen werfen, für Rapid ist der Fußballalltag wieder zurückgekehrt. Wenig Zuschauer. Offiziell wären 5000 angegeben, aber das ist eine eher großzügige Schätzung. Brauneder. Hakul. Kranke. Rassige Szenen wechseln einander ab. Es ist ein gutes Spiel. Das sind die treuesten der Treuen des Rapid-Anhangs. Wilfurt. Nein, das war Handball, das war kein Tor. Granscher hat den Ball mit der Hand ins Tor geschlagen. Halbzeitstand 1:1 und als die Zuschauer dann zurückkommen, bemerken sie und bemerkt auch Teamtrainer Gustl Starek eine Umstellung. Brauneder, der im Europacup sehr viel gelaufen ist, wird jetzt durch Weinhofer ersetzt. Das ist die einzige Umstellung vor der Hand bei Rapid. Rapid jetzt in der zweiten Hälfte von links nach rechts auf der Jagd nach dem Führungstreffer. Weinhofer war das. Wilfurt. Kranke gegen Martin Schitz. Die Burgenländer zeigen weiterhin enormes Selbstvertrauen. Das ist unter 21 Nationalspieler Fleischhacker gewesen. Der deutsche Bruckhof, der im Mittelfeld sehr gut spielt. Und da wird Ruprecht dieses, wird gestoßen von Garga. Aber der Schiedsrichter sagt nein, kein Foul. Das war eine Fehlentscheidung, eindeutig. Das hätte Elfmeter geben müssen. Schneider. Weiterhin 1:1. Um neuen Schwung zu bringen, setzt Baric jetzt rechts außen Gröss ein anstelle von Granschau. Und viele schwungvolle Aktionen laufen jetzt in der zweiten Hälfte über rechts außen Gröss. Leo Leiner. Gröss, Leiner und Martin Schitz.
Rapid zeigt gute Kondition, wenn man bedenkt an die 90 Minuten Tempo im Europacup. Aber Eisenstadt hält noch immer mit und ein prachtvoller Schuss von Banica. Gute Szenen im Hanapi-Stadion. Schade, dass so wenig Zuschauer gekommen sind. Sie sehen hier ganz deutlich, dass die Burgenländer guten Fußball spielen, direkten Fußball. Ruprecht gegen Brucic, Weber. Und es gibt Eckball für die Eisenstädter. Bischowski. Viel Einsatz auf beiden Seiten. Der neue Libero der Burgenländer, der Südafrikaner Bronkhorst, der heute den gesperrten Standard-Libero Strobel gut ersetzt. Bischowski hat früher mit Banenka in Prag gespielt. Wir sind schon in den letzten Minuten dieses Spieles, immer noch 1:1. Panenka für Gröss und Kranke. Gute Torchancen auf beiden Seiten, wenn auch Rapid die besseren Torgelegenheiten hat. Ja, war das ein Foul im Strafraum vom Schöld? Auch hier lässt der Schiedsrichter weiterspielen. Gegenstoß, ganz schneller Gegenstoß der Burgenländer. Bruckhoff. Chance vergeben, es bleibt beim 1:1. Indiana have an important change in goal where young Carl Ain is preferred to the experienced Herbert Feurer in goal. Despite the absence of key midfield man Antonin Panenka, that's still a 4-3-3 Austrian lineup on the face of it. With Hans Krankl, the renowned number 9, being joined by his striking partner Peter Fackholt up front. And he was the scorer of a fine goal in the first leg, and he's only here tonight because he passed a fitness test after a spell of acupuncture treatment earlier in the week. It's one of those special European occasions, once again at Celtic Park, with the kickoff delayed a few moments to allow the huge crowd to find vantage points within the stadium. And the Celtic supporters, notwithstanding that shock defeat at Capital on Saturday, clearly full of optimism for the task in hand. Well, the referee right on the spot to award the free kick to Rapid, very prominent and bold. Gordon McLeod, full back. Almost in trouble under pressure from Liner, the number 2 for Rapid. Grant got the touch, and here's Tommy Barnes. The Celtic building on the right once again. Stay using Aiken inside. Finding its way to Peter Grant. Paul McStay kept it in. There's Paul McStay. Chance for McQueen. They're filling in very quickly indeed, getting in front of Cook Gargar, the central defender. That wasn't far away. Ball played through by Paul McStay, out of reach of Provin initially, but there was McClure quickly onto the ball. And the stop shot flashing wide. Aiken spins. Touched out by Willie McStay. Jar playing it back into the path of Fergus Barr. Well, there's the menace of Rapid coming forward to have the shot at goal, and Celtic looked a shade exposed on that occasion. With the build-up played in by Fergus Barr, the midfield man coming from a deep position was Keenan, and the first-time shot just about a couple of feet over. Provin being followed in by Keenan. Great play by Provin.
Hurried clearance from Gargar, and Celtic have a corner kick. Certainly have been odd signs of desperation in the clearances from the Austrian defence. Roy Aiken pushing forward. McAdam has stayed back for the moment. Played in by Scrovan. Next day, delicate lob! Sheer brilliance from McStay. It's just about 6 inches out. Ball headed out of the fence. McStay spotted the keeper off his line, and just look how close that is to the crossbar. Picked up by Aiken. Using the pace of Robin. Covering Fleur is Weber. Fleur was in, and that's a fine save from Aiken. The goalkeeper has taken a face mark, but he certainly has come to the rescue of Rapid Vienna. Brilliant play from Celtic. Roy Aiken playing the ball beyond the defence, exploiting the pace of Davy Provan. Covering Fleur was Weber, and there was McClure, the goalkeeper, blocking the ball with his face. Billy McStay looking for McGarvey. Played in by McStay. And some terrific striking ability from Roy Aiken, running out of luck. Well, this piece of attacking play would do justice to a top-class striker. It's Roy Aiken who's waiting in the box. A surprise element as he arrives, chests it down, a first-time volley, and Aiken is right on the spot. Grant to Willie McStay. Breaking the ball there, McStay going forward. The ball being retrieved by Strobin for the benefit of Roy Aiken. Garvey's done well to find space on the right. As it comes to William McStay. Good play from Provan. Across the block to give Celtic yet another corner kick. Fascinating match now. Two excellent teams on the night. Robin's corner, headed away by Gregor Bauer, and Willie McStay's at the back, taking no chances with Peter Pakoč applying some pressure. Paul McStay's pass, there's Robin. McClure! The goal of the highest class for Celtic, and they're right back at the tie. Look at the quality of the pass from Paul McStay. Vegas Bauer is stranded, Provan with a first-time cross, McClure arriving at tremendous pace, and the finishing couldn't be more accurate. Brian McClure, as he has done so often for Celtic, gets a vital goal. It's his ninth of the season, despite spending so much time on the sub bench. And now the aggregate deficit is down to one. Backholt, linking with Sanchar, and that's good defending from Roy Aiken. Bomb's going forward, Aiken is joining him going forward. That made some room for Brian McClure on the left. Tackle low from Kurt Garga. McClure again. Gordon's providing the angle and support, and once again Willie McStay taking up good position on the right. The Austrians funneling back, everyone except Fackel. Side netting denies Paul McStay. Well, Paul McStay certainly anxious to continue his scoring record in the Scotland side. He's scored more for Scotland than he has for Celtic this season. Peter Grant with the imaginative pass, a left foot shot from McStay, and Aiken at full stretch. Grounder. Grounder's gone down, having taken a knock late as Gucic breaks. Here's Krankl. What a powerful left foot he has, Vince Krankl, with that driven shot just wide.
good break this from Rapid. It's Peter Butchik with the pass, finding Franklin space, and with the left foot he has a good goal. Play still raging on as Ground is on the deck inside the Rapid half. The referee not allowing play to stop. That'll be a corner kick for Celtic. Still the referee will not allow a stoppage as Ground is on the deck. The referee insisting that the player is removed from the field of play. Could there be a dramatic finish the first half? He kind of misjudged it. That's Grant. Well-judged pass. Played in by Provan. There's the clear. McAdam is there also. Tommy Burns is in the thick of it. Here's Bobby McLeod. And there it is! More than 2 minutes of injury time in the first half. And the Celtic fans go wild. The pressure was intense from Celtic. Robin lofting it across. McLeod at full stretch. In came Tom McAdam. Burns challenged. The header came out. Was half clear towards McLeod, he chested it down, the left foot shot left in with no chance at all, and Celtic are two in front. And no more time. Half-time whistle goes, 3 minutes of injury time played in the first half, and Celtic snatched that vital second goal. So here it was. The ball was in the air inside the Rapid penalty box. They couldn't clear it effectively. And Martin McLeod showing his lethal finishing inside the box, hitting it on the drop with the left foot. And that's the goal which has given Celtic the edge after 48 minutes of tremendous hectic action. Join us right after the break. Second goal from Martin McLeod, coming on top of the marvellous one scored earlier on by Brian McClure. But the man who was injured and who held up the first half, Carl Browner, has not reappeared in the second half. He's been replaced by Gerald Vilfoor, who operates in an attacking role from midfield normally. This day holds off Kucic. Garvey with a layoff for Grant. Grant has it again, using Robin White on the right. And the referee, I regret now, would require eyes at the back of his head to see all that's going on around him. The match being played now, just below boiling point. Here McStay, now to Robin. With Paul McStay in space. That's for Willie McStay. The finish from Martin McLeod goes astray. A chance manufactured by the McStay brother. Paul with a measured pass towards Willie. Willie hitting a dead ball line, driving it across, and there was Martin McLeod with an open goal, and he couldn't take advantage. Good kick. Good run forward. He's away from Willie McStay. But not from Peter Grant. Now Grant appears to be just a shade careless as he steps over the player, and I think the Austrian players are incensed by the fact that they think that Peter Grant stamps on the heads of the injured player. Well, let's see this for ourselves. Grant's tackle clearly a foul, and there is the problem. Craig is fouled with a first time pass. Here's Liner. Good play from Grant. Very well, finding McStay, his guy is moved, but he goes left. That's for Guns, he's onside, can he chip the keeper? Will it reach the net? The substitute clears it. Well, no luck at all for Tommy Barnes. But this was down to brilliance again from McStay. Winning the ball in midfield, releasing the ball at the right time for Barnes. The goalkeeper actually caused problems for Barnes. The shot wasn't strong enough. Vilfoor got back. Ryan Hofer
missing Outrigger's bar. The Austrian defence exposed on the left. Robin taking advantage. Going outside Kucic. Oh, he was clearly held off by the midfield man. And I think that might involve some trouble, although there's no need at all for that derisive applause from Eddie Robin. The referee has the matter under control, and that was clearly a free kick. Kucic kicked the ball away. Robin didn't require to become involved in that little bit of action. Robin with a free kick. Aiken waiting in the box. That wall certainly wasn't 10 yards away. Back to McLeod. A buzz of expectancy around the stadium when McLeod gets into these shooting situations around the box. Control from McGarvey, that's for Burns. Won the ball to the keeper, and the referee has given the goal. The Austrians go mad. Burns gets the third. McLeod's headed on. Some great control here from Frank McGarvey. The pass finding Burns sprinting through the middle. The goalkeeper came for it. The ball was never in the keeper's hands. Burns got up quicker. And there goes the third goal, which has completely incensed the Rapid player, mobbing the referee and linesman. So a long hold up, that goal coming midway through the second half. But we've had a stoppage of about 3 minutes now in the aftermath of that goal, which is certainly proved controversial to say the least. Goalkeeper will continue. And I wonder what kind of reaction that may inspire from the Rapid players. Grant looking for McGarvey on the left. Weber going across. Well, certainly wasn't going to be passed easily, the Rapid sweeper. There's trouble in the box, the Celtic player has gone down off the ball. And the referee again in difficulties, but the linesman has spotted what happened. The Swedish linesman calling the referee over, and this certainly means trouble for one of the Rapid defenders. It looks like Leo Leiner who was involved. Well, you can see the message from the linesman. There was a blow struck, and if that's the case, the referee will have to take the most severe action. And from the angle behind the goal, we can sort out the argument. There's Tommy Burns, who wasn't blameless with that elbow into the midriff of the Austrian player. Now just look at this for a reprisal taken by Reinhard Kienast, running after Tommy Burns, and there is the assault, which has resulted in the ordering. He's clearly taking action against a Rapid player. Tommy Burns is helping him by identifying Reinhard Kienast as the offender. And if that is the view the referee's taking, I think Kienast will be on the dock. There's the red card. Reinhard Kienast is on the dock. Amid incredible scenes, there is the linesman who was involved. Like the referee, Mr. Johansson, he's from Sweden. Goal to it is number 15. Roy Aiken at the near post. McAdam will make a run from the edge of the box. Robin playing it in. There goes Tom McAdam. A crossbar from Brian McLeishaw. How sharp he is in the box. What a splendid goal this would have been. Robin's deep cross.
Then Fox getting up well, nodding it down, cleared it in front of the defender, rifling the shot against the crossbar. Granchetta picked up by Robin. Milovic Day playing it to Robin. Bonds in behind the defence. And goalkeeper Ayn has exacted his own kind of retribution on Tommy Bonds. Bonds has taken a blow around the area of the stomach. You'll see it clearer from this angle as Robin plays it forward. Bonds goes in. He certainly checked out of the challenge. And he was caught by the goalkeeper's right foot. And another difficult moment for referee Johansson. And there is a missile thrown onto the field. Paul McStay second to it. Now here's real trouble for Celtic. Missiles coming from that corner of the field, aimed towards the protesting Rapid players. Still following across towards the referee, protesting now not only about the incident, but about that missile being thrown on. The linesman is there too. And there goes an Austrian player going down, a bottle coming on after the player went down. Now this really is becoming dramatic. And now how is the referee going to restart the match? And he's pointing to the penalty spot. What a dramatic night. Now that, I think, may well be Dr. Kleissen from West Germany, the UEFA observer. Let me check his watch, and he will now have appreciated that 11 minutes have elapsed since the incident which has given rise to the penalty kick that Peter Grant is anxious to take. But Grant against Ayn. Well, perhaps the delay was too long. The penalty kick is missed. And in a sense, perhaps that is something which has calmed things down rather than inflamed the situation. Grant very deliberate indeed. The goalkeeper standing on the line, moving early without any doubt, as is usual in these situations. And the shot goes wide. Now Brucic. There goes Franchard. Could be the Rapid last chance. There's Hans Krankl. A chance for Rapid. And Bonner, after long periods of inactivity, comes to the aid of Celtic. Just 1 minute left for play, and here was the moment which could have turned the match totally upside down. Franchard with a positive run at the Celtic defence. Krankl coming in from the left, and Bonner swiftly down at his feet. And the referee brings a thoroughly controversial match to an end. A match which takes Celtic through to the quarter-final of the European Cup Winners' Cup. Brian McClure has scored the first goal. Applaud to Celtic supporters. But the match undoubtedly marred by the controversy following the penalty kick incident. When there were missiles thrown onto the field, and UEFA may indeed have the last word on this amazing...